Die schlimmste Erfahrung zum Aufwachen. Als ich meine Augen öffne, ist meine Sicht verschwommen und dunkel. Ich spüre einen immensen Druck in meinem Kopf, als ich merke, dass ich kopfüber hänge. Als ich wieder klar sehen kann, stelle ich fest, dass der Raum, in dem ich mich befinde, mir völlig fremd ist. Er sieht aus wie ein dunkler, alter und heruntergekommener Keller eines verlassenen Crackhauses. Verrottetes Holz, riesige Spinnenweben und der Geruch von Moder umgeben mich. Mein erster Instinkt ist es, um Hilfe zu schreien, aber ich halte mich zurück, bevor ich das tue. Nein, sie werden dich hören, denke ich mir. Wer auch immer das getan hat, er wird dich hören, wenn du schreist. Stattdessen beschloss ich, mich ganz darauf zu konzentrieren, mich zu befreien. Mein Körper ist komplett mit einer Art klebrigem Seil gefesselt. Ich kann das Knacken hören, wenn es sich löst und wieder zusammenklebt, wenn ich herumzapple. Was auch immer dieses Zeug ist, ich kann mich nicht davon befreien. Ich gerate in Panik, als sich Klaustrophobie einstellt. Die Vorstellung, gefesselt und bewegungsunfähig zu sein, war für mich schon immer ein schrecklicher Gedanke. Der Druck des Blutes, das durch das lange Kopfüberhängen in meinen Kopf strömt, beginnt sich bald auf mich auszuwirken. Meine Sicht verschwimmt wieder und das Gewicht auf meinen Lungen erschwert meine Atmung. Gepaart mit der Angst, in dieser Lage zu sein, beginne ich die Nerven zu verlieren. Ich verliere die Fassung und beginne zu schreien und zu weinen. Das ist zu viel für mich. Selbst wenn das bedeutet, dass ein Psychopath kommt und mich umbringt, kann ich nicht länger so bleiben. Vielleicht habe ich ja Glück und mein Entführer ist nicht hier. Vielleicht werden meine Schreie von einem Passanten gehört. Sie finden mich hier, wo auch immer hier ist. Ich schreie und weine und schreie so laut, wie es meine unter Druck stehenden Lungen zulassen. Meine Sicht verdunkelt sich bald wieder. Aber bevor ich ohnmächtig werde, bemerke ich etwas. Vor mir liegt eine hölzerne Treppe und schon bald höre ich das Geräusch von Schritten. Die sind nicht schwer, sondern klingen eher so, als würde jemand mit Stepptanzschuhen gehen. »Bist du wach, Darling?« höre ich eine ruhige, entfernte Stimme von oben. Die Gestalt fängt an, langsam die Treppe hinunterzugehen. Metallisches Klopfen bei jedem Schritt. Ich bin sprachlos, als ich genau erkenne, wer oder was die Gestalt ist. Was auch immer dieses Ding ist, es ist kein Mensch. Auf den ersten Blick, aufgrund meiner Sehschwäche, scheint es eine große, schlanke Frau zu sein. Langes, verworrenes Haar verdeckt ihr Gesicht, während sie sich langsam nähert. Als ich jedoch genauer hinsehe, bemerke ich zwei Arme, die sich am Geländer festhalten und zwei weitere Arme, die sich an der Decke über ihr festhalten. Was ich für Stepptanzschuhe hielt, entpuppte sich als lange, knochige Beine mit widerhakenartigen Krallen, die aus ihren Füßen ragten. Als ich bei diesem Anblick aufschreie, hebt sie den Kopf und starrt mich an, wobei sich ihre massiven Kiefer weit öffnen und sie einen schrecklichen Schrei ausstößt, während sich ihre sechs Paar schwarzen Augen weit öffnen. Sie stürzt auf mich zu, zwei Hände mit Klauen packen meinen Körper, die anderen beiden mein Gesicht. Ich kann die Wärme meines Urins spüren und verliere die Fassung. Ich erschrecke, als sich ihr auf dem Kopf stehendes Gesicht meinem eigenen nähert. Die massiven Mandibeln greifen in mein Gesicht und graben sich in vier Ecken, während ich das schreckliche Gefühl eines fleischigen, ekelhaften Schlauches in meinem Mund spüre. Ich wehre mich, als ich spüre, wie eine Art Flüssigkeit meine Kehle hinunterläuft und mein Würgereflex versagt. Als sie ihr Experiment beendet hat, weicht sie zurück und zieht die Mandibeln in ihr Gesicht zurück. Sie klappen nach innen und schließlich sieht ihr Gesicht wie das einer normalen Frau aus. Ihre vielen Augen schließen sich, aber dann öffnet sie die beiden, die sich in dem Bereich befinden, in dem sich normalerweise menschliche Augen befinden würden,
Die Augen sind nicht mehr terartig schwarz wie zuvor, sondern ein normales Paar brauner, menschlicher Augen. Als ich ihr nun menschlich aussehendes Gesicht betrachte, erkenne ich, wer sie ist. Es fällt mir alles wieder ein, wer sie ist und wo ich war, bevor ich hier aufgewacht bin. Du, sage ich, während ich versuche, das, was jetzt in mir war, mit Gewalt zu erbrechen. Ich hatte sie in dem Café getroffen, in dem ich arbeite. Sie kam herein, fing ein Gespräch an und wir hatten uns sofort gut verstanden. Am Ende des Abends fand ich mich in ihrer Wohnung und in ihrem Bett wieder. Ich erinnere mich, dass mir nach der Tat schwindelig wurde. Ich ging ins Bad und spritzte mir Wasser ins Gesicht. Als ich auf mein Spiegelbild starrte, wurde meine Sicht dunkel und ich wurde auf der Stelle ohnmächtig. Das war das Letzte, woran ich mich erinnerte, bevor ich aufwachte, kopfüber an etwas hängend, von dem ich vorher dachte, es sei ein Seil, von dem ich jetzt aber überzeugt bin, dass es eine Art Netz ist. Hallo Darling, sagt sie in einem ruhigen und entspannten Ton. Vielen Dank für diese wunderbare Zeit. Sie dreht sich um, verschränkt ihre zusätzlichen Arme hinter dem Rücken und zieht ihre Krallen in die Finger zurück. Als sie die Treppe wieder hinaufgeht, bleibt sie stehen und sagt noch etwas. Ich weiß, dass du dich gut um sie kümmern wirst. Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Du wirst dafür sorgen, dass sie gut gefüttert werden und groß und stark werden. Jede schreckliche Möglichkeit, die sie meinte, schießt mir durch den Kopf. Ich gerate erneut in Panik, schreie und rufe nach jemandem, irgendjemandem, um Hilfe. Schon bald fühle ich etwas in meinem Magen. Oh Gott, nein, schreie ich laut auf. Der Schmerz ist unerträglich und es fühlt sich an, als würde mich etwas von innen zerreißen. Ich schreie so laut ich kann und ich spüre, wie mir die Galle aus der Kehle läuft und sich auf den Boden ergießt. Fast sofort werde ich ohnmächtig und wache in einem Bett auf. Ich setze mich schnell auf und stelle fest, dass ich in meinem Zimmer bin, in meinem Bett. Ich beginne zu schluchzen, als mir klar wird, dass das alles nur ein schrecklicher Traum war. Ich gehe in mein Badezimmer und spritze mir Wasser ins Gesicht. Ich starre auf mein Spiegelbild und stelle fest, dass ich absolut beschissen aussehe. Mein Teint ist blass wie eine Leiche und die Ringe unter meinen Augen verstärken diesen Vergleich noch. Plötzlich muss ich würgen und mir läuft die Galle aus dem Mund. Der Schmerz ist mit nichts anderem zu vergleichen. Ich fasse mir reflexartig an den Unterleib und bemerke etwas Seltsames. Ich taste mit meinen Händen herum und stelle fest, dass es Dutzende von winzigen Klumpen gibt. Sie bewegen sich unter meiner Haut, in meinem Körper. Ich schreie und schreie, während sie meinen Körper hinaufwandern, bis sie meine Kehle erreichen. Kurz darauf schlüpfen Dutzende von vogelgroßen Spinnen aus meinem Mund und kratzen mit ihren scharfen Klauen an der Innenseite meiner Kehle, während sie sich ihren Weg nach draußen bahnen. Ich versuche zu schreien, aber meine Stimme ist blockiert. Als eines nach dem anderen dieser kleinen Monster aus meiner Speiseröhre herauskommt, wieder einmal werde ich von den Schmerzen, der Panik und der Erschöpfung ohnmächtig. Ich wache auf, immer noch auf dem Badezimmerboden. Das Licht ist noch an und ich taste meinen ganzen Körper ab. Ich fühle mich mager, als hätte man mir das ganze Fett und die Muskeln ausgesaugt. Ich bin kaum stark genug, um aufzustehen, aber irgendwie bringe ich die Kraft auf, das Waschbecken im Bad zu benutzen, um mich aufzurichten. In meinem Spiegelbild stelle ich fest, dass ich noch schlimmer aussehe als vorher. Ich bin noch blasser geworden, aber jetzt befleckt schwarze Flüssigkeit meinen Mund, mein Kinn und meine Brust. Ich höre ein Schlurfen aus meinem Schlafzimmer und gehe langsam auf die Tür zu. Zitternd öffne ich sie und der Schock über das, was ich sehe, macht mich sprachlos.
Überall im Zimmer stehen Kinder. Kleine, normal aussehende Kleinkinder, völlig nackt und mit schwarzem Schleim bedeckt, sitzen und stehen im ganzen Zimmer herum. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich versuche zu sprechen, aber es kommt nur ein kleiner Pieps heraus. Sobald sie hören, dass meine Worte nicht herauskommen, richten sie ihre Aufmerksamkeit auf mich. Es herrscht eine unangenehme Stille, während ich sie anstarre und sie mich anstarren. Plötzlich öffnen sich 4 weitere Augenpaare, die alle einen hohen Schrei ausstoßen und ihre Münder öffnen sich weit, um schrecklich aussehende Kiefer zu zeigen. Sie stürzen sich auf mich und ich schreie, als sie sich an mir festkrallen. Ich falle zu Boden und bereite mich im Geiste darauf vor, bei lebendigem Leibe gefressen zu werden. Aber das passiert nicht. Sie umarmen mich. Winzige Arme legen sich um meine Arme, Beine und meinen Körper, während sie ihre winzigen, schrecklich aussehenden Gesichter an mir reiben. Ich möchte schreien, aber ich will sie nicht verärgern. Einer von ihnen sieht mir direkt in die Augen. Ein gruseliges Lächeln bildet sich, während er seine Kiefer wieder in sein Gesicht zurückzieht und die winzigen, schwarzen Augen mich anstarren. Ich nehme an, das bedeutet, dass heute mein erster Vatertag ist.